Das Spiel des FSV Zwickau gegen Elversberg verfolgte der neue Chefcoach Ronny Thielemann am vergangenen Samstag von der Tribüne aus. Die Trainerverpflichtung war erst am frühen Samstagvormittag bekannt gegeben worden. Er ließ es sich aber dennoch nicht nehmen, sein neues Team zu unterstützen. Am heutigen Montagnachmittag wurde er dann offiziell vorgestellt. So, dann legen wir direkt los und recht herzliches Hallo zur Pressekonferenz zur Vorstellung von Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer des FSV Zwickau. Auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen in Zwickau. Ebenfalls am Pult mit Platz genommen hat unser Vorstandssprecher Frank Fischer, dem auch das erste Wort heute hier in der Runde gehört. Frank, warum ist denn Ronny Thielemann unsere Wunschlösung und was qualifiziert ihn als Cheftrainer des FSV Zwickau? Ja, erstmal auch Hallo von meiner Seite aus. Wir hatten es ja zur letzten Pressekonferenz schon mitgeteilt, was unser Anforderungsprofil ist, was für eine Erwartungshaltung wir haben. Und Ronny erfüllt im Wesentlichen genau diese Merkmale. Ronny kommt aus der Region. Ronny hat von seiner Altersstruktur das richtige Alter für uns. Die Mischung zwischen den jüngeren Spielern und auch den erfahrenen Spielern dort mitzunehmen, hat sie sehr viel Erfahrung gesammelt selber als Profi. Ist natürlich durch seine Station im Profibereich letzten Endes auch prädestiniert dazu, reichlich Erfahrung zu haben. Und genau diese Erfahrung wollen wir ja eingebracht haben. Zudem haben wir in unseren Gesprächen mit Ronny von der menschlichen Seite ihn kennenlernen dürfen und sind der festen Überzeugung gekommen, dass auch die menschliche Komponente bei uns traditionell eine große Rolle spielt. Und insofern sind wir davon überzeugt, dass wir mit Ronny wieder den richtigen Chefcoach für den FSV Zwickau gefunden haben. Gut, vielen Dank für deine einführenden Worte. Ronny, kommen wir nun zu dir. Du bist jetzt seit Samstag hier in Zwickau, hast das Spiel gegen Elversberg hier live im Stadion miterlebt. Was ist denn so dein erster Eindruck von der Mannschaft, vom Gesamtverein und wie sehr freust du dich, wenn du dann morgen auf dem Platz mit den Jungs loslegen kannst? Also auch erstmal Hallo von meiner Seite aus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin jetzt auch schon seit Samstag in Zwickau, habe mir das Spiel gegen Elversberg angesehen und da habe ich auch schon einige von Ihnen auch getroffen. Mein erster Eindruck ist vom ersten Tag der Gespräche an mit Frank Fischer, mit Marvin Klotzkowski extrem positiv von Zwickau. Ich bin menschlich total abgeholt worden, unabhängig von inhaltlichen Dingen und so hat sich das am Samstag fortgesetzt hier im Stadion. Von allen Leuten, den Fans, bin ich sehr positiv wahrgenommen worden. Das hat mir natürlich auch ein sehr gutes Gefühl gegeben und auch die Mannschaft mit ihrer Leistung, speziell in den ersten 60 Minuten, hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass wir ein ordentliches Fundament haben, um dann auch am 38. Spieltag über diesem ominösen Strich zu stehen und den FSV Zwickau auch nächstes Jahr noch in der dritten Liga zu haben. Auch dir erstmal vielen Dank. Dann legen wir direkt los mit Ihren Fragen. Wir haben ein Mikrofon hier vorbereitet. Wir würden es dann rumreichen. Kurzes Handzeichen und dann können wir loslegen. Wo ist es? Ja, Sie haben es gesagt, wir haben uns am Samstag schon mal kurz gesehen. Natürlich nicht am Spielfeldrand, in einer anderen Position als Beobachter. Wie war das, wenn man schon den Trainervertrag, wir haben es ja gehört, die Tücher waren gerade trocken, die Unterschrift war trocken. Wie ist das? Hat man gebrannt schon für seine Mannschaft? Gab es da schon diese Identifikation? Ja, diese Identifikation gab es definitiv schon. Aber es ging halt einfach auch um den Ablauf. Ich stand ja auch schon in Kontakt mit Robin Lenk und wir hatten uns auch schon grob über die Mannschaft ausgetauscht und ich wollte da jetzt nicht für Unruhe sorgen, indem ich am Freitag komme und am Samstag auf der Bank sitze, ohne aber auch ein Gefühl für die Mannschaft zu haben. Deswegen war das jetzt der Ablauf, so wie wir ihn dann auch gewählt haben. Und es war, finde ich jetzt genau richtig so, weil die Mannschaft hat ein gutes Gesicht gezeigt, hat sich sehr, sehr gut präsentiert, finde ich, besonders in der ersten Halbzeit. Und darauf lässt sich auch aufbauen. Das eine ist Trainer sein hier, das andere ist der Mensch. Sie sind ja hier in der Region geboren. Kommen Sie denn mit Ihrer Familie hierher? Werden Sie Ihren Lebensmittelpunkt hier wiederfinden? Also mein Lebensmittelpunkt wird ab sofort hier in Zwickau sein. Das ist der Punkt. Ich habe glücklicherweise auch direkt schon eine Zusage von der Wohnung bekommen, was nicht ganz gewöhnlich ist. Wenn man sagt, so schnell geht das meistens nicht. Aber meine Familie wird erstmal in Magdeburg wohnen bleiben, einfach weil wir auch schulpflichtige Kinder haben. Und da die Kinder mitten im Jahr rauszunehmen, das war jetzt nicht unser Ansinn. Deswegen habe ich mehr Zeit zum Arbeiten und gar nicht so abgelehnt. Herr Thielemann, was für ein Typ Trainer sind Sie denn? Können Sie sich selber mal beschreiben? Also
Also den Typ Trainer, finde ich, sollten lieber immer andere Leute beschreiben. Ich kann mich als Menschen beschreiben. Ich bin ein sehr kommunikativer Typ. Mir ist es schon wichtig, was mein Gegenüber denkt und im Idealfall auch empfindet. Natürlich ist es im Leistungssport so, dass man nicht immer aus allem eine Podiumsdiskussion machen kann, sondern dass auch irgendwo Entscheidungen getroffen werden. Diese bin ich gewillt zu treffen, wenn sie denn im Sinne des Erfolgs und der Mannschaft sind. Ansonsten ist es so, dass ich halt, war heute auch schon mal eine Frage, ein absolut familiärer Typ bin. Meine Familie steht über allem und das merkt man eben häufig, wenn man dann im Fußballbusiness ist, dass die Mannschaft mehr oder weniger zu seiner Ersatzfamilie wird. Und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, unabhängig davon, dass eben häufig auch schwierige Entscheidungen getroffen werden, die dann vielleicht auch manchmal die Jungs nicht immer verstehen. Kurz nur eine Nachfrage noch zu Jens Hertel. Hat er sein Okay gegeben sozusagen, dass sich Ronny Thielemann da jetzt aus dem Superduo da ausgeschnitten hat? Da wir nicht nur ein sehr großes Vertrauensverhältnis haben, sondern Jens Hertel auch mein Freund ist, hat er mir diese Absolution erteilt. Das kann jeder sagen. Hier vor. Eine Frage an Herrn Fischer. Können Sie was sagen zur Vertragslaufzeit und zu den Modalitäten? Also für welche Ligen der Vertrag jetzt auch mit dem Herrn Thielemann gültig ist? Also wir haben einen Vertrag geschlossen, der über die Saison hinausgeht. Es ist ja in den Medien schon darüber debattiert worden, dass es dort Annäherungen gibt, sage ich jetzt mal. Wir haben die Karten aufeinander gelegt, logischerweise, haben dort sehr konstruktiv ein Vertragskonstrukt ausgearbeitet, was selbstverständlich über den 30.06. dieses Jahr für beide Ligen zutrifft. Wenn man sich jetzt für diesen Posten entscheidet hier, heißt es, also ich gehe mal davon aus, dass Sie auch sagen, der Klassenerhalt ist zu schaffen. Können Sie es kurz vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie es funktionieren kann? Also in erster Linie, der Klassenerhalt ist zu schaffen. Das kann ich Ihnen schon mal in einem Blog diktieren. Ja, das ist so. Wie es zu schaffen ist, hat man, glaube ich, am Wochenende auch schon gesehen. Ja, diese Zwickauer Tugend, ich kann mich daran erinnern, mit dem ersten FC Magdeburg haben wir hier nie ein Spiel gewonnen. Hier war es immer unangenehm zu spielen. Und das ist einfach das, was ich finde, was eine sehr gute Basis ist, die einfach die Mannschaft hier bietet, was der Verein hier bietet. Und das ist das, was in den letzten Jahren auch hier gearbeitet wurde. Da müssen wir dran anknüpfen, müssen sicherlich auch ein paar Dinge besser machen. Ja, das heißt vielleicht sogar mehr Tore schießen als bekommen, ja, in den meisten Spielen. Aber die Basis von den Basistugenden, Einstellung, Mentalität, Leidensfähigkeit, das hat die Mannschaft am Wochenende schon gut gezeigt und darauf lässt sich definitiv aufbauen und da werden wir dann die weiteren Schritte auch einleiten. Ja, dann gleich noch eine Frage an Herrn Thielemann. Jetzt geht es ja direkt am Samstag gegen Bayreuth, direkt für Konkurrenten jetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Worauf liegt denn bei Ihnen jetzt der Fokus in dieser Woche, um die Mannschaft bestmöglich darauf vorzubereiten? Ja, in erster Linie habe ich schon ein paar Jungs auch am Samstag gesehen nach dem Spiel, ja, ohne jetzt aber großartig mit ihnen sprechen zu können. In erster Linie geht es jetzt erstmal darum, morgen mich der Mannschaft offiziell auch vorzustellen, das Training für diese Woche dann auch dahingehend zu nutzen, dass wir uns kennenlernen, dass ich die Mannschaft kennenlerne, sie mich kennenlernen. Und natürlich aber schon auch spätestens dann ab morgen Nachmittag, wenn wir auf dem Platz sind, dann schon den ersten Matchplan mit auf den Weg zu geben, wie es denn am Wochenende gegen Bayreuth aussehen könnte. Wir haben es gesehen, Robin Lenk hat die Rolle des Interimstrainers spielen müssen. Er hat das, glaube ich, mit Bravour gemeistert. Sie kommen gut mit ihm klar, so wie Sie ihn bis jetzt kennengelernt haben? Tatsächlich kenne ich Robin Lenk schon etwas länger, weil wir auch seit 2010, als ich damals beim FC Erzgebirge Aue die U19-Trainerstelle begleitet habe, war er Co-Trainer bei der U23. Da hatten wir uns kennengelernt und auch schon schätzen gelernt. Deswegen ist es eben auch einer der vielen Punkte gewesen, warum ich mich letztlich auch dazu entschieden habe, in einer sicherlich nicht einfachen Situation, aber eben hier beim FSV Zwickau zu starten.